Hallo, mein Name ist Marcel Komondi. Ich bin hier bei Audi in Ingolstadt tätig als Planer und interner Referent in der Abteilung Instandhaltungsplanung. Im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich verantwortlich für das Schleifen der Dach-Null-Fuge hier am Standort Ingolstadt bei allen Modellen auf allen Linien. Die Dach-Null-Fuge ist der Zusammenschluss des Seitenwandraums zum Dach mittels Laserlöten und mit dem Hinzufügen eines Zusatzdrahtes. Seit 2015 schleifen wir die Nullfuge mit dem ASK von FerRobotics auf allen Linien und haben bisher schon 1,5 Millionen Schleifvorgänge mit einem ASK-Kopf erreicht. Wenn man das natürlich auf allen Linien zusammenrechnet, kommen wir in einen zweistelligen Millionenbereich. Durch das ASK-Schleifsystem, in der die einzigartige Active Compliant-Technologie integriert ist, konnten wir uns eine komplette Schrubbstation sparen und konnten auch 70% der Schleifmittel einsparen. Das Schleifbild kann man schon nicht mehr als Schleifbild bezeichnen, sondern als polierte Oberfläche. Daraufhin konnten wir im Finish die manuelle Nacharbeit fast auf Null einstellen und haben natürlich jetzt den Stand erreicht, dass wir eine Karosse, die hier aus dem Karosseriebau rausläuft, direkt in die Lack laufen kann und dort lackiert werden kann. Vor allem war es uns wichtig, dass wir mit einem System arbeiten können, das fehlerfrei rund um die Uhr läuft und nur sehr minimalistisch gewartet oder gepflegt werden muss. Ich denke, hier haben wir gemeinsam einen neuen Industriestandard definiert, den wir natürlich auch im ganzen Konzern mittlerweile ausgerollt haben. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass der Roboter durch das ASK-System ein Gefühl bekommt, ja, für die Fuge, ja, eine Kraftintelligenz, eine Kontaktkraftintelligenz. Ja. Und das gewährleistet ein optimales Schleifen der Fuge, ja, weil permanent immer der eingestellte Druck in jeder Gegebenheit anliegt. Kombiniert mit dem vollautomatischen Toleranzausgleich können wir sozusagen Unebenheiten in der Naht oder vom Laserprozess ausgleichen. Die Dach-Null-Fuge haben wir früher bearbeitet mit einem Schrubbkopf, den wir selber entwickelt hatten, der jedoch sehr schwerfällig war, da er nur mit einem Pneumatikventil angetrieben wurde. Ein Besuch auf der Hannover-Messe 2011 hat uns mit der Firma FerRobotics zusammengebracht, die dort als Weltneuheit ihren ASK vorgestellt hat. Dieser reagiert sehr, sehr sensitiv auf Druckveränderungen und wir haben gemerkt, dass wir mit dem ASK unsere Schleifen der Dach-Null-Fuge optimieren und natürlich einen höheren Qualitätsgrad erreichen können. Kurz nach der Hannover-Messe haben einige Treffen hier in Ingolstadt stattgefunden, wobei sich sehr schnell herausgestellt hat, dass der ASK absolut zielführend für das Schleifen der Nullfuge ist. Und bei diesen Tests kam auch heraus, dass schon in den Anfangsstadien eine sehr gute Nahtqualität erreicht werden konnte. Es folgten viele weitere Tests, sogar in der Serienanlage, im Serienbetrieb. Und dabei hat sich herausgestellt, dass wir einige Optimierungen noch durchführen könnten, die von beiden Firmen dann eingeflossene Ideen wurden umgesetzt und wir haben jetzt ein Spitzenprodukt von der Firma FerRobotics erreicht mit dem ASK. Im zweiten Step haben wir jetzt die Absaughaube auch noch optimiert. Diese ist jetzt verstellbar. Das automatische Verstellen der Absaughaube gewährleistet weiterhin eine gleichbleibende Qualität der Nullfuge. Jedoch kommt dazu, dass wir eine bessere Absaugleistung haben, weil wir immer denselben Abstand zur Karosse haben und dadurch auch die Sauberkeit der Anlagen gewährleisten. Mittlerweile haben wir einen Stand erreicht, dass wir von einer Schleifscheibe 40 mm abschleifen können und die Absaughaube diese 40 mm fließend mitgeht. Dadurch haben wir immer den gleichen Abstand von der Scheibe zum Auto und von der Haube zum Auto.